So, der hier wollte irgendwie nicht. Ich schub's den mal um. Pass mal auf. Ja, ich gehe mal in Deckung. War den Johnny nicht kaputt? Ja. Nee, nee, eigentlich nicht. Aber eigentlich dachte ich, ich hätte den jetzt abgesägt. Vielleicht nicht richtig durch? Ja, ich mach nochmal. Ja, wenn ein bisschen Spannung drauf ist, dann geht's gleich ein bisschen besser. Vor allen Dingen fliegt er dann gleich in die richtige Richtung. Ja. Gut, also wir müssen zwei Ladungen Holz zum LU bringen. Stimmt, das war ein Auftrag vom LU, ne? Hackschnitzel meinte ich. Ja. Hattest du ja vorhin was gesagt. Ich schmeiße es schon mal in den Hänger rein. Nee. Also in den Häcksler. Ja. Ist ja im Prinzip auch mal länger. So. Ah, Gott, komm. Er will nicht. Bis zur Hölle. So. So, jetzt hat er eine. Ich hätte die Poltergabel mitbringen sollen. Was passiert doch mal? Was passiert selbst am besten? So, schneide ich hier nochmal. Na? Es ist noch nicht so gut bei dir, ha? Fehlt ein bisschen die Übung. Ja, Tatsache. Vor allem blockiert meiner gerade dein. Ah, jetzt läuft's wieder. Das war auch nicht so gut. Man merkt, dass ich im Forstbereich bis jetzt kaum Erfahrung habe. Ja, das wird sich hier ändern. Also eigentlich ist der Plan, dass wir hier ein bisschen Platz machen für die Fahrschule. Ach, willst du eine Fahrschule hinbauen? Jo. Ja, ich weiß noch nicht. Ich habe sonst keinen Platz dafür. Ja, wie gut, dass ich schon einen Führerschein habe. Welchen hast du denn? Bis jetzt nur Auto. Okay. Ja, also, darfst du ja eigentlich die kleinen Traktoren auch fahren. Ja, aber ich muss wahrscheinlich trotzdem noch mal in die Fahrschule, weil es soll ja nicht nur bei den kleinen Traktoren bleiben. Nee, wäre schon wichtig, wenn wir hinkriegen, dass wir alles fahren können. Ja. Also durch die Fahrschullizenz, die ich habe, darf ich natürlich jetzt erstmal alles fahren. Ich glaube, der teuerste Führerschein wird ein metrischer, ne? Ja. Nee. Der ist, glaube ich, irgendwo dabei. Das sind die landwirtschaftlichen Maschinen, die großen. Die unter T. Ah. Wenn ich das noch recht weiß. Schon ein paar Wochen her, diese Prüfung. Ja, mein Führerschein ist mittlerweile 10 Jahre, ja. Ja, bei mir noch ein bisschen mehr. Aber die Prüfung, die hat halt aufgefrischt. Oh. Na.
Irgendwie kann ich den Stamm nicht erheben. Na, zu schwer wahrscheinlich. Naja. So, ich häng mal gerade hinten den Traktor dran, dass ich weiß, wie viel Gewicht wir da schon drin haben. Gut, der liegt auf dem Band. 14.000. Wie viel brauchst du? Insgesamt 62. Also so viel hat's LU geordert. Was machst du mit den anderen Bäumen, die da noch dastehen? Ich habe unten das Sägewerk gekauft. Da habe ich jetzt schon ein bisschen was reingehauen, dass wir da Bretterpaletten produzieren. Oh. Ja, die Produktion läuft schon. So, dann mache ich hier den nächsten. Ach, läuft denn jetzt schon wieder was? Ja, egal, ich bin mal kurz an der Kettensäge. Hallo? Ja, warum noch? So, jetzt, hallo? Sie machen noch Forst, oder? Ja, ich bin gerade dabei, hier an meinem Forstgebiet ein bisschen. Ja, der Herr Schneider hat hier einen schweren Verkehrsunfall. Ja. Und das Auto liegt jetzt im Wasser, ganz unten. Ja, bin ich Wassermann oder bin ich gerade im Forst? Nein, ich wollte Sie fragen, weil Sie ja Forst machen, ob Sie eine Seilwinde haben, um das Auto da rauszuziehen. Nee, habe ich leider nicht. Okay, gut, danke für die Info. Bitte. Tschüss. Ey, was denken denn die Leute, was ich bin hier? Moses? Ja, so ähnlich. Wahrscheinlich. Was ging's denn? Ja, ich sollte irgendein Auto aus dem Wasser ziehen. Die haben doch eine Feuerwehr, die müssen doch da eine Seilwinde dran haben. Ansonsten, Herr Rasex hatte auch irgendwie einen Abschleppwagen, oder nicht? Was ich vorhin so gesehen habe. Also da müssen sie eigentlich selber drauf kommen. Was war die Frage vorhin? Vorhin wollten sie auch irgendwas von mir haben. Das hast du jetzt gerade gut gemacht. Hast du gut drüber geworfen. Wie war das? Jeder so wie er kann? Ja, aber besser ist ein Trichter. So. Oh, ich hoffe, der liegt jetzt drin. Ja. So, schön wäre, wenn wir hier die Ladung noch fertig kriegen vor der Nacht. Ja. Kannst ja mal gucken, wie viel schon im Hänger ist. Ja, kannst du auch. Einfach in den Traktor einsteigen. Der hat eine Gewichtsanzeige auf der Achse. Auf der Deichsel. 23.700. Okay. Achtung, ich säg den mal in unsere Richtung um. Dann gehe ich mal kurz beiseite. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Ah, ich weiß, was hier los ist. Ich weiß, warum das vorher nicht geklappt hat. Achtung! Baum fällt! Habe ich den wohl zu lang abgesägt? Hä, was? Habe ich den einen wohl zu lang abgesägt gerade? Ich konnte ihn nicht annehmen. Ja, untenrum ist der ganz schön schwer, der Baum. Ich muss morgen unbedingt die Poltergabel wiederholen. Dann geht das Ganze ein bisschen flotter.
Ich finde, es geht auch so schon ganz flott. In der Poltergabel hast du ja nur ein zusätzliches Gerät, was du bewegen musst. Hm, ich komme damit ganz gut klar. Die Hackschnitzel sind auch gut für den Boden. Können wir gleich ein bisschen nachmulchen. Stimmt auch wieder. Ups, also. Den hast du ja gut da drauf gelegt. Ja, jetzt greift er. Hier, ich mach mal ein bisschen Licht. Sehen wir wenigstens ein bisschen was. Mal gucken, dass wir wenigstens die beiden Bäume jetzt noch wegkriegen hier. Ja. Habe ich den noch reingelegt? Ja. Oh, ich weiß noch früher. Früher. Mit 5, 6 Jahren war ich schon im Wald unterwegs. Immer am Wochenende. Stimmt, deine Großeltern hatten dich immer mitgenommen, ne? Ja. Mit dem Opa und mit dem Papa war ich. Wir hatten ja noch einen Holzofen. Kennst du den auch noch, den mit den Ringen oben drauf? Da gab's doch die Öfen zum Kochen. Mit den Ringen oben. Meinst die Holz- und Gasöfen? Ne, unser war nur ein Holzofen. Hast du ein Feuer drin gemacht und dann konntest du oben die Herdringe rausnehmen, je nach Topfgröße. Ja, das habe ich so in der Form, glaube noch nie wieder gesehen. Ja, ist ja auch schon 25 Jahre her. Es gibt ja mittlerweile auch wieder Sammler, die so Zeug sammeln. Ja. Also ich habe letztens von einem gehört... Oh, wir sind voll. Oh. Aber wir haben sogar noch was übrig hier. Egal, hauen wir in den Häcksler rein. Was weg ist, ist weg. Ja, wenn ich den jetzt noch hier hochkriege, ist auch gut. Bin jetzt so. Im Notfall schneide ihn in der Mitte nochmal durch. War ja auch. Ich hab den weggeworfen. Gut, wenn man eine Stirnlampe hat. Oh Gott, ey. Na komm. Noch mal auf den Boden legen. So. Dann markiere ich dir hier noch ein paar Bäume. Dann mache ich schon mal weiter, während du was wegfährst. Ja. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt nichts Falsches gemacht habe. Nee, das passt. Kannst ja schon mal alles dann auf einen Haufen werfen. Ich versuch's. Was mit dem hier? Okay. Der hier geht eigentlich auch, oder? Ja. Krieg ich erstmal alle um und mach dann den kleinen Kram. Sunny? Ja. Die zwei hier ganz rechts, die gehen ja nicht. Das stimmt, das war die wir am Anfang probiert hatten. Ja, da muss ich mal gucken, dass ich eine andere Sprühdose finde, dass ich die nochmal markieren kann. Mhm. Gut, ich fahre jetzt mal zum Entlohnunternehmen.
Ja. Gut, bis Viel später. Spaß. Tschüss. Bis später. So. Häcksler aus. Nicht, dass der unnötig Diesel verbraucht. Ja, warum will der nicht fahren? Ah. Jetzt gerade Anhänger ein bisschen geschoben oder ging das? Hm.